Bizeps, Sixpack und Posing vor der Kamera. Die sozialen Netzwerke sind voll mit durchtrainierten Menschen. Sie geben Tipps zu Diät und Muskelaufbau und motivieren schon Jugendliche zum Krafttraining. Ist das gesund? Auch Emily, 18, und Tim, 17, aus Frankfurt, folgen Fitness-Influencern und Sportlern und trainieren selbst seit mehreren Jahren Kraftsport. Damit sind sie keine Ausnahme. Bei uns ist es momentan ein recht großes Thema. Also fast jeder ist irgendwie im Fitnessstudio angemeldet. Die anderen, also manche machen es mehr, manche machen es weniger. Der Sport bringt mir zum einen Ausgleich in meinem Leben mit Schule. Und zum anderen einfach ein gutes Gewissen, dass ich was für meinen Körper tue. Tims Ziel, ein schöner Körper. Ein schöner Körper ist für mich ein definierter Körper, wo man die Muskeln durchsieht. Zum Beispiel den Latissimus oder den Bizeps. Und den möchte ich haben, um mich einfach wohler in meinem Körper zu fühlen. Emily begann mit 14 im Fitnessstudio. Heute trainiert sie im Kraftsportverein und macht Powerlifting, also Kraftdreikampf mit schweren Gewichten. Also meine Motivation damals war auch, als ich angefangen habe, mit Kraftsport stärker zu werden. Weil oft wird ja immer gesagt, als Frau ist man ein bisschen schwächer. Und dann wollte ich einfach Kraft haben und auch für mich wissen, dass ich stärker bin, als es vielleicht andere Leute denken. Vom Powerlifting hat sie über Social Media erfahren. Emily geht es aber nicht ums Nacheifern. Ihr gibt der Kraftsport sehr viel mehr. Wenn ich Kraftsport mache, dann kann ich so ein bisschen so alles ausblenden. Und zum Beispiel nach der Schule ist das eine ganz schöne Abwechslung, weil ich sitze halt 8 Stunden oder so in der Schule und es ist halt echt anstrengend. Und wenn ich dann Sport mache, dann kann ich so ein bisschen alles vergessen. Ihr Ziel dieses Jahr, die Teilnahme an der deutschen Juniorenmeisterschaft im Powerlifting. Wir fragen Andreas Kalbe, Sportmediziner und Mannschaftsarzt bei Eintracht Frankfurt. Ist Krafttraining für Jugendliche aus medizinischer Sicht schädlich? Früher ist man, als Vorurteile kamen immer, die Wachstumsfugen werden gestört, Wachstumsstörungen und so weiter. Das ist eigentlich nicht der Fall. Es gibt durchaus Überlastungsstörungen, die auftreten können, ja, wenn die Leute wie verrückt anfangen, jetzt zu trainieren, übertrainieren quasi. Die haben wir aber auch dann im späteren jungen Alter und bei den älteren Herrschaften natürlich auch. Aber wenn man das alles geregelt macht im Maße, gibt es da überhaupt gar nichts gegen zu sagen. Da sollte man eher froh sein, dass sein Kind so motiviert ist. Shiro ist motiviert. Ein Leben ohne Sport für den 13-Jährigen undenkbar. Er spielt Tennis auf Leistungsniveau und dabei hilft ihm Krafttraining. Ich mache es wirklich aus Tennisgründen. Also ich habe dort jetzt kein Interesse dran, nur Muskeln aufzubauen. Shiros Krafttraining hilft zur Leistungssteigerung und reduziert das Verletzungsrisiko. Sein Trainer Dennis Krämer ist auch Osteopath und Physiotherapeut. Er sieht Kraftaufbau generell als Basis für Beweglichkeit und rät, schon in jungen Jahren vor allem die Körpermitte zu stabilisieren. Denn es geht ja nicht bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen um den Pump, sondern es geht um Bewegungsmuster. Beim Sport oder auch bei Erwachsenen oder Kindern geht es ja mehr darum, eine Funktion besser zu können und die Funktion kraftvoll zu können, um auch im gesamten Leben hinten raus einfach eine Wasserkiste besser heben zu können, von A nach B zu stellen, was rauszuziehen. Und das ist, glaube ich, der Fokus, wo Training hingehen sollte. Hierfür eignen sich Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und Gerätetraining. Angepasst an das individuelle Trainingslevel. Für Gerätetraining gilt bei Jugendlichen? Also ich finde einmal, sie müssen eine gewisse Größe mitbringen, dass es mit dem Gerät passt. Und sie brauchen auf jeden Fall eine saubere Anleitung, dass sie wissen, wie muss ich sitzen, wo muss ich Spannung reinbringen, wie weit sollte die Bewegung gehen, wie viele Wiederholungen mache ich. Dann können sie es bedenkenlos machen. Deswegen unter Anleitung ja, wahllos einfach so würde ich es erstmal nicht machen. Wenn diese Regeln eingehalten werden, haben Jugendliche aus sportmedizinischer Sicht beim Krafttraining Vorteile. Wenn wir ab der Pubertät reden, haben wir auch einen höheren Hormonhaushalt quasi. Und dort ist es tatsächlich so, dass wir mit gezieltem Krafttraining, und da reden wir von 2 Einheiten pro Woche, à 30 Minuten plus Aufwärmen, einen Kraftzuwachs von bis zu 33% laut Studien erreichen können, was quasi den Jugendlichen dann auch im späteren Alter mit auf den Weg gegeben wird. Ja. Wenn das Krafttraining an das individuelle Level angepasst ist und die Übungen korrekt ausgeführt werden, ist es also für Jugendliche empfehlenswert. Dabei sollten sie auf eine ausgewogene, natürliche Ernährung achten, so die Experten. Und wie Emily, Tim und Shiro, vor allem Spaß am Sport haben.